Wenn wir nun an das Training mit dem Klicker denken, dann wird vielen von euch sicherlich das Training mit Delfinen in den Kopf kommen. Ist auch gar nicht so weit hergeholt, denn auch bei den Delfinen wird mit einem Marker gearbeitet. Allerdings ist der Marker kein Klicker, wie wir ihn verwenden, sondern bei den Delfinen wird vielmehr eine Pfeife verwendet. Was ist denn nun der Trick mit dem Klick? Was wir ja wissen, ist, dass in der Kommunikation mit dem Hund es ganz wichtig ist, eindeutig zu sein. Das Geräusch des Klickers ist immer gleich, ist also eindeutig. Nun könnte man sagen, ja, mit meiner Stimme kann ich doch auch mit dem Hund kommunizieren. Ja, das ist korrekt. Nur wer von sich behaupten kann, dass er mit seiner Stimme immer eindeutig ist, der muss sich fragen, ist das tatsächlich so? Unsere Stimme ist abhängig von Emotionen, abhängig von Lauten und abhängig von bestimmten Situationen und ist häufig nicht eindeutig. Derjenige, der eindeutig ist mit seiner Stimme, kann natürlich auf den Klicker verzichten und kann die Stimme als Marker nutzen. Bevor wir uns der praktischen Ausbildung widmen, ist es, denke ich mal, wichtig, ein wenig über die Theorie, über die Lerntheorie zu sprechen. Wie ja bekannt, arbeiten wir sehr viel mit der instrumentellen Konditionierung und mit der klassischen Konditionierung. Bei der instrumentellen Konditionierung ist der Hund in der Lage, sein Verhalten willentlich zu steuern. Bei der klassischen Konditionierung ist es eher so, dass da Reize Reflexe auslösen und der Hund diese Reflexe nicht unbedingt willentlich steuern kann. Zu Beginn ist ja alles, was wir dem Hund sagen, für den Hund nur ein Geräusch. Dieses Geräusch hat erstmal keine Bedeutung und wir müssen diesen Geräuschen, Sitzplatz, Fuß etc. pp. Nun Bedeutungen zukommen lassen. Und hier kommt nun der Klicker ins Spiel. Vielleicht sollte ich noch einmal kurz auf die Versuchsanordnung von Iwan Pawlow eingehen. Iwan Pawlow als russischer Forscher hatte sich zum Ziel gesetzt, herauszufinden, wie viel Speichelfluss beim Hund eintritt, wenn er denn das Futter präsentiert bekommt. Dazu hatte er einen Versuchsaufbau gewählt, der es ihm ermöglichte, den Speichelfluss nach außen abfließen zu lassen und so einem Messgerät der Messung zuzufügen. Das geschah in der Art und Weise, dass ein Assistent durch eine Tür ging und gab dem Hund Futter. Er stellte sie fest, dass, auch wenn gar kein Futter im Spiel war, dies durch die Tür gehen beim Hund Speichelfluss auslöste. Scheinbar waren es die immer wiederkehrenden Schritte des Assistenten, die im Laufe der Zeit beim Hund zu dem Reflex des Speichelns führten. Hier hatte nun der Forscher eine Entdeckung gemacht, die mit seiner eigentlichen Arbeit gar nichts zu tun hatte. Verbinden wir nun diese Erkenntnis mit dem Geräusch des Klickers, so haben wir eine Möglichkeit, beim Hund den Speichelfluss als Reflex auszulösen. Dies bedeutet jedoch zuerst, dass wir natürlich dem Hund das Geräusch des Klicks mittels Futtergabe erst einmal präsentieren müssen. Kommen wir somit jetzt zum praktischen Teil. Wie ja bereits erwähnt, müssen wir nun das Geräusch des Klicks mit Futter verbinden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, man nimmt sich eine Handvoll Futter, streut dieses Futter über den Boden und jedes Mal, wenn der Hund ein Stückchen Futter aufnimmt, dann kommt kurz vorher das Klickgeräusch. Diese Art und Weise stellt für den Beginner vielleicht eine ganz gute Vorübung dar, um sich in die Thematik des Klickerns im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig einzuklickern. Einfacher wird es natürlich dann, wenn die kleinen Bröckchen deutlich zu sehen sind und der Klickerer Aufnahme des Futters sehr gut beobachten kann. Generell gilt beim Klickern, dass eine sehr gute Beobachtungsgabe vonnöten ist, um im richtigen Moment das richtige Verhalten durch den Klick beim Hund herauszuarbeiten.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass eine Futterschale deponiert wird mit Leckerchen und jedes Mal geklickt wird und nach dem Klick wird dem Hund aus der Schale ein Futterbrocken gegeben. Diese Arbeit wiederholt man über den Tag verteilt einige Male in kurzen Sequenzen, sodass das Geräusch für den Hund im Laufe der Zeit eine Bedeutung bekommt, nämlich nach dem Geräusch erhält er das Stückchen Futter. Wer seinen Hund dabei beobachtet, der wird feststellen, dass mit dem Geräusch des Klickers im Maul des Hundes auch Speichelfluss einsetzt. Um zu erreichen, dass der Hund nach dem Klick die Übung verlässt, also auflöst, favorisieren wir mit dem Klick danach ein kurzes Zurückgehen. Ziel ist dabei festzustellen, ob der Hund den Klick verstanden hat. Hier ein paar einfache Übungsmöglichkeiten, die sehr schön verdeutlichen, mit welcher Motivation, mit welchem Elan der Hund dabei ist. Und auch sehr schön zu sehen, dass der Hund nach dem Klick auflöst und zur Hundeführerin kommt, um sich seine Belohnung abzuholen. Die Arbeit mit dem Klicker ist sicherlich sehr vielfältig einsetzbar. So kann zum Beispiel auch der Mensch beklickert werden. Dies kann in dieser Form passieren, dass derjenige, der den Klicker hat, immer dann für den Hundeführer klickert, wenn der Hund eine gute Arbeit macht. So weiß der Hundeführer immer Bescheid, ob der Hund in seinem Verhalten ist und eine Belohnung erfolgen soll. Oder ob die Übung weitergeht und die Belohnung dann noch später erfolgt. Ferner besteht die Möglichkeit, den Klicker auch als Keep-Going-Signal einzusetzen. Das heißt, der Hund hat dann das Verständnis entwickelt, über den Klick seine Arbeit weiter fortzusetzen und zu warten, bis dann das Auflösekommando für richtiges Verhalten erfolgt. Warum benutzen wir nun Futter, anstatt ein Spielzeug zu benutzen? Nun, die Antwort ist relativ einfach. Zu Anfang des Videos hatte ich ja erläutert, dass der Reiz des Futters beim Hund einen Reflex auslöst, der ihn zum Speicheln veranlasst, ohne dass der Hund willentlich dagegen etwas tun kann. Der zweite Grund ist, dass der Unterschied zum Spielzeug so zu sehen ist, dass ein Spielzeug dem Hund immer wieder weggenommen wird. Und eine Lernsituation ist ja, dass eine Wegnahme von etwas Angenehmen von dem Hund durchaus als negativ empfunden wird. Beim Futter stellt sich das ja so dar, dass das Futter gegeben wird und der Hund das Futter runterschluckt. So ist keine Wegnahme von etwas Angenehmen vorhanden. Des Weiteren ist die Erfahrung, dass ein Spielzeug beim Hund wesentlich höhere Emotionen, eine wesentlich höhere Motivation in der Regel hervorruft. In der Lernsituation benötigen wir dies nicht. In der Lernsituation benötigen wir eher den sachlich aufmerksamen Hund, der die Übung verstehen soll. Wenn es dann im späteren Bereich darum geht, Übungen schneller auszuführen, dann kommt durchaus die Beute, das Spielzeug ins Spiel, um so die Intention der Arbeit ein wenig zu erhöhen. Ich hoffe, dass das Video euch gefällt, dass ihr das eine oder andere aus dem Video rausziehen könnt. Es ist sicherlich nicht voll umfassend und ins kleinste Detail beschrieben worden, aber als Überblick, als Möglichkeit, wie man mit einem Hund auch kommunizieren kann, denke ich mal, sollte es für den Anfang ausreichen. Wenn ihr Informationen und weitergehende Informationen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr weitere Videos aus dieser Reihe sehen wollt, so schreibt es auch in die Kommentare. Ich danke fürs Zusehen und wünsche weiterhin viel Erfolg beim Hundeln. Wenn dir das Video gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Am besten du abonnierst gleich den Kanal, dann verpasst du kein Video, wenn ein neues hochgeladen wird.